Lassen wir das Wappen mal so zerstört, wie es ist, und gucken mal weiter. Kellertür? Hatte ich die schon sind offen? Türklinken denn? Ja, sind sie anscheinend. Hatte ich nichts, um wie das Ding. Puh, nein. Ich bin zu schwach, um die Tür aufzubrechen. Ah, ärgerlich. Ich glaube, die Kellertür war dann wahrscheinlich. Oh, jetzt habe ich ja ausgesehen. Warte mal, muss ich mal kurz. Ich habe hier im Hintergrund noch ein Stück Explorer an. Und ich mir gerade noch die letzte Folge angeguckt habe und deswegen. Das Wappen sieht auch, das sieht ja richtig bescheuert aus. Ich sehe schon daran, werde ich noch eine Weile schon scheitern, so. Ach so, wir müssen ja, fällt mir gerade wieder ein, wir müssen ja noch den Flüsterstein aus Spot rauskriegen. Das war ja unsere Aufgabe, zu der wir aufgebrochen sind. Zahnrad, kann ich mir die angucken? Mit dem Getriebe scheint alles in Ordnung zu sein. Das lasse ich besser in Ruhe. Okay, gut, das Getriebe ist anscheinend top. Dann können wir ja Öl ins Getriebe gießen. Mit dem Getriebe scheint alles in Ordnung zu sein. Das lasse ich besser in Ruhe. Verdammt. Ich schätze mal, das Ding da hat was mit dem Teleskop zu tun. Also das riesengroße Planetensystem. Ja. Ölschacht? Achso, Öl. Kann ich auch mal da durchgucken? Nein. Nein, klar. Ich boxe ihn da hier oben. Wo ist mein Kuhfuß? Kuhfuß? Mhm. Was soll ich denn damit? Naja, vielleicht hilft es uns, das Planetensystem zu reparieren. Nein, nein, nein. Wir brauchen nur Öl, die Kurbel und den Flüsterstein. Ach, Öl brauchen wir auch noch. Och, ist das ein Elend. Soll ich jetzt Öl destillieren oder was? Ach, das ist ja gerade alles nicht feierlich, wie es hier weitergeht. Also ich habe zumindest... Kann ich vielleicht die Kreide? Warum nicht? Super. Jetzt habe ich zermahlene Kreide und Schwelen an den Fingern. Oh. Mal sehen. Es hat funktioniert. Ich habe weiße Farbe hergestellt. Sehr gut. Ein Eimer mit weißer Farbe. Kann ich damit jetzt vielleicht... Wenn ich darauf schon rumpinsel, wie zum Beispiel das Himmelblau. Gut. Komme ich hier instant runter? Natürlich nicht. So. So, wir haben jetzt weiße Farbe. Was kann man denn bitte schon mit weißer Farbe machen? So schönes. Mir fällt gerade nicht so spontan... Also den Boden können wir weiß machen, aber... Wir brauchen Öl, aber bis jetzt haben wir noch gar keins gesehen. Vielleicht hilft uns diese Farbe weiter. Du könntest dich damit tarnen und hoffen, dass die Askil dich nicht entdecken. Ist das wieder einer deiner sagenhaften Chaski-Tricks? Wir nennen es die Fünf-Fleck-Chamäleon-Technik. Der Hammer. Vielleicht mag die Kuh ja weiß. Ich glaube nicht, dass der Kuh das... Ach, warum nicht? Ist lecker Farbe, steht aus Kreide. Dass das funktioniert. Farbe ja so wasserlöslich ist. Was mache ich denn eigentlich mit dem scharfen Mondornament? Was können wir denn da machen noch? Also die Ratlosigkeit meiner Wenigkeit ist gerade, hat er nur einen Höchststand erreicht. Das Zillenzimmer mag mein Rechner gar nicht. So, daran kann ich noch nicht rumfummeln. Das Weiß möchte wahrscheinlich auch niemand haben. Nein, die Farbe muss nicht destilliert werden. Ja. Glas. Das ruckelt übrigens mal wieder. Warum lässt sich denn Glas nicht destillieren? Was können wir denn überhaupt destillieren? Gut, Das muss ich nicht zusammenknoten. Ja, fällt mir wieder Funktionsblindheit ein, dass man... Es gibt etwas in der Psychologie, dass man einen Gegenstand nur auf seine Funktion beschränkt. Also wenn man zum Beispiel so eine Säge hat, dass man die denkt, die ist nur zum Sägen geeignet. Da gibt es dann so ein schönes Bild mit so einem Mann, der hat links und rechts von sich hat der Leinen hängen. Und der schafft es aber, der soll beide Leinen festhalten, aber das geht nicht. Weil seine Arme sind zu kurz und er schafft das nicht. Und vorhin steht ein Werkzeugkasten. Und dieses Bild illustriert daran, dass man das normalerweise gar nicht so schnell begreift, dass man einfach zum Beispiel eine Säge nehmen kann, die Säge an den Griff ranbindet und dann kann man beide Seiten greifen. Aber man halt die Säge nur als in ihrer Funktion als Säge sieht und nicht als Stock, kommt einer so schnell nicht drauf. Das ist echt interessant. Bringt uns in diesem Fall aber leider nicht weiter. Damit kann ich hier nichts ausrichten. Warum nicht? Pure Zeitverschwendung. Vielleicht hätte ich auch einfach erstmal die Kurbel anbauen sollen, aber ich jetzt auch keinen Bock drauf. Was könnte man denn logisch mit... Ja, warum denn eigentlich nicht? Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Ah, was denn bitteschön? Das muss ich nicht zusammen... Warum nicht? Das muss ich nicht... Haben wir noch mehr Gegenstände? Nö. Also meistens hat der Gegenstände... Gegenstände kombinieren hat der meistens immer weitergeholfen. Habe ich nicht schon genug Scherben verursacht? Offensichtlich nicht, Setback. Offensichtlich nicht... Na gut, der Fortschritt hält sich in Grenzen. Aber ich muss doch noch irgendeinen Raum übersehen haben, oder? Zum Beispiel den finsteren Kerker. Weil ich habe ja zum Beispiel ich brauche noch einen Bunsenbrenner. Warte mal, pro Bunsenbrenner hat man so Lokomotive vielleicht Öl? Das wäre ganz gut. Das war eine wirklich beeindruckende... Ich kann immer noch... Ja, vielleicht können wir hier was nicht nötig, die lockert ihren Zweck.
Hat sie schon? Nicht nötig, die Lok. Ach, das ist ja eine Hose. Das ist nicht Opas Hose. Irgendwie enttäuschend. Ja, finde ich auch, aber trotzdem mitnehmen. Jetzt haben wir eine Hose. Sieht aus wie die von... Ach. Ist das hier deine? Oh, du hast meine Hose gefunden. Gib sie mir bitte zurück. Mal sehen. Wie? Mal sehen. Kuh, magst du die Hose haben? Was sollen wir denn mit der... Ich glaube nicht, dass der Kuh das bekommen würde. Was? Sich schick anzukleiden? Warum denn nicht? Mir gefällt die Farbe. Mir nicht. Mein Gott. Ja toll, jetzt haben wir eine Hose, aber... Mit Opas Hose hätte das sicher funktioniert. Mit dieser hier leider nicht. Ja, unfähige Hose. Ja, Grip. Ja, schade, jetzt habe ich zwar eine Hose, mit aber... Opas, mit dieser... Jetzt habe ich zwar eine Hose, aber ich sehe irgendwie noch keinen richtigen Anwendungszweck für die Hose. Was kann ich da mit einer Hose machen? Ich meine, brauchen wir irgendwo einen Filter, einen Keilriemen? Auch nicht. Wir brauchen eigentlich gar nichts. Und haben wir noch irgendwas außer Abgrund, wo ich die Hose jetzt einfach mal runterschmeißen könnte? Wäre eigentlich eine super Idee. Ich finde runterschmeißen immer gut. Die kann ich nicht als Fallschirm benutzen. Es ist nicht Opas Hose. Ja. Solltest du ja auch nicht so zierfig schmeißen. Die werfe ich nicht weg. Sie sieht zwar nutzlos aus, aber... Ja, ich weiß auch genau, wofür sie gebraucht wird. Das schütte ich lieber nicht weg. Was? Moment, da war es so strapaziös? Das schütte ich lieber nicht weg. Es war sehr strapaziös, da ranzukommen. Ja, ich hab die kam... Ja. Ach so, war ja... Das okay. Werfe ich nicht weg. Es sieht zwar nutzlos aus, aber sowas kann... Vielleicht die Superzange. Die werfe ich nicht weg. Sie sieht... Kann ich mich eventuell abseilen? Die werfe ich nicht. Sie sieht zwar nicht nötig. Okay. Ach, schade. Ich habe jetzt echt gerade für eine Sekunde die Hoffnung gemacht, dass ich mich irgendwie... an der Lok festbinden kann und dann absenden. Dann seilen wir uns halt im Brunnen ab. Mal sehen, wie gut das klappt. Ich glaube jetzt zwar gar nicht, aber mal gucken. Die werfe ich nicht weg. Sie sieht zwar nutzlos. Naja, okay. Also der Brunnen zählt als Wegwerfobjekt. Das ist ja schön. So, und die Hütte kommen wir auch nicht rein. Ja. Das ist mal wieder einer dieser Momente, wo mir die Alternativen ausgehen. Ich würde ja auch gerne irgendwie das Seil da hochwerfen zum Wetterhahn und dann hier irgendwie über die Mauer klettern. Oder keine Ahnung. Ich würde auch gerne mal mehr von Corona sehen. Ich würde mal gern. Ja, ich würde so viele Dinge gerne, aber... Wie kriegen wir diese kongeniale Kellertür auf? Vielleicht mit der Zange? Wo haben wir die überhaupt? Achso, doch, ich weiß, wie wir... Hier lässt sich nichts weiter ausrichten. Aber so wie das hier läuft, kann der geheime Mechanismus eigentlich nicht weit sein. Jo. Was mir gerade auffällt, wir haben doch... Das Stück haben wir da rausgebrochen. Das ist da wahrscheinlich die untere Ecke und ich darf die gar nicht füllen. Das war wahrscheinlich komplett falsch von mir. Na gut. Der Mechanismus ist nicht weit. Ja, ich würde mal stark vermuten, er ist hinter diesem Wandmosaik. Ja, schön. Den behalte ich lieber. Na okay, das sieht auch als Wegwerfobjekt. Das Schild können wir auch nicht mehr anklicken. Warum ich das da gemacht habe, weiß ich... Warte mal, noch ein Wandteppich? Den muss ich nochmal... Achso, den habe ich ja schon beiseite geschoben. Dieser Teppich ist auf einer Stange aufgehängt. Er lässt sich offenbar verschieben. Offensichtlich. Wie jetzt? Wo kommt denn dieser Hebel her? Der Hebel ist blockiert. Hinterm Vorhang verstecken? Ich bitte dich. Ja. Ein ergonomisch geformter Griff mit Drehachse. Ja, das muss ein Hebel sein. Finde ich auch, aber... Verdammt, kann ich den nicht mehr entsperren? Warum das denn nicht? Kann ich den vielleicht irgendwie... Nicht nötig. Das lässt sich ganz einfach... Nee, lässt es sich ihm nicht... Nicht nötig. Das lässt sich ganz... Der Hebel ist blockiert. Ich bin jetzt gerade versucht, meine alten Folgen zu gucken, um zu sehen, ob ich das Ding schon mal benutzt habe. Kann nicht ich den nötig. Vielleicht... Nicht nötig. Das lässt sich ihm nicht ganz einfach per Hand bedienen, Z-Weg. Nicht nötig. Das lässt... Ja, Mann. Vielleicht mit den Mundsicheln. Ja, fällt mir natürlich auch wieder nichts Kluges so ein. Ich kann auch gerade so wenig erzählen, weil es ist ja irgendwie, ich bin ja mehr oder weniger am Verzweifeln, kann ich einfach lustig durchklicken. Na gut, bauen wir erstmal die Kurbel hier ran, hoffen, dass irgendwas passiert, aber ich bezweifle es ja sehr. Lieber nicht, wenn ich die Kurbel direkt in die Zahnräder stecke, mache ich es am Ende noch kaputt. Solltest du ja auch nicht, ja, die Kurbel scheint zum Planetensystem dazuzugehören, aber ich muss erst die geeignete Stelle finden. Wie? Öschach? Ich bin mir ziemlich sicher, dass man hier ausschließlich flüssig... Ja gut, dann halt Planetensystem... Nein! Planetensystemgetriebe, genau. Stopp!
Stopp, stopp! Was machst du denn da? Ich versuche, das Planetensystem wieder in Gang zu setzen. Aber doch nicht, bevor es geölt wurde. Aber doch nicht, bevor der Flüsterstein eingesetzt wurde. Oh, ach ja, da war ja noch was. Also wir müssen Spot erstmal zum Kotzen bringen. Das wäre natürlich auch eine super Idee. Und dafür geben wir ihnen die Kuh. Warte mal, Spot? Wie gefällt dir die Farbe, Spot? Okay, es ist nur weiß. Aber musst du deshalb gleich auf mir rumhacken? Verdammt. Also wir müssen anscheinend erstmal... Für Spot sind alle Glasgefäße ein potenzieller Splitterregen. Er liebt das Geräusch von zerbrechendem Glas. Echt? Sieh mal, Spot, eine Kurbel. Ja, ich weiß. Nicht sonderlich spannend. Ich wollte eigentlich nur mal testen, ob du noch aufpasst. Ja, ist klar. Also wir müssen... Spot hat ja immer noch den Flüsterstein. Ja, hätten Spot, wir gern... willst du vielleicht noch ein paar Steine essen? Viel Fraß. Ja. Wo ist denn Spot hin? Das ist nicht gerade die eigene Stelle. Ich wollte immer, dass ich Spot in der Manege zersäge. Aber ich habe mich geweigert. Bei meinen letzten drei Haustieren hat es ja auch nicht funktioniert. Irgendwie vermisse ich unseren Zirkus. Ja, ja. Ich weiß, es ist nicht der beste Ort, um hier rumzusägen, aber ich... naja. Vielleicht bekomme ich den Flüsterstein auf diese Weise wieder aus ihm heraus. Als ob. Jetzt tu mal nicht so. Das hättest du dir selbst zuzuschreiben. Hey, bleib da. Mist, so geht es offenbar nicht. Spot festbinden. Eindeutig. Spot braucht keine Leine. Uns verbindet ein unsichtbares Band aus Kitsch. Freundschaft? Aus Kitsch, okay. Vielleicht das Mondornament? Ich meine, das ist scharf. Manchmal könnte ich Spot zum Mond schießen. Heute hat er sich zum Glück einigermaßen im Griff. Ja, schießen mit deiner tollen Kanone oder was? Nein, das hat er dann doch nicht verdient. Also Spot aufhebeln funktioniert anscheinend auch nicht so super. Gut, dann müssen wir jetzt mal meiner Verzweiflung erstmal Spot mit allen möglichen Sachen ausprobieren, inklusive der hoffentlich nicht ganz so feuerfesten Tür. In der Hoffnung, dass wir Spot für irgendwas gebrauchen können. Also bis jetzt war ja immer irgendwie Gegenstände im Inventar kombinieren, wenn ich nicht weiter wusste, oder Spot mit irgendwas kombinieren. Wie zum Beispiel Spot einfach unter den Türdings durchschieben. Super Idee. Hey Spot, du rätst nicht, was ich hier gefunden habe. Genau, eine weitere Tür ohne offensichtlichen Öffnungsmechanismus. Ja, ich dachte jetzt hey, vielleicht... Hey Spot, du rätst genau eine... Verdammt. Also meine nächste Idee wäre... Hey Spot, du genau eine weit... Ja, eine weitere Tür ohne... Ja, das ist, normale Türen sind jetzt leider aus. Die kommen auch nicht wieder... Warum ist denn das so klein? Die kommen auch so schnell nicht wieder rein, normalen Türen. Gut, dann gucken wir mal, was die Kuh zu Spot sagt. Aber ich glaube, die war letztes Mal schon unbeeindruckt.